Ja, einen schönen guten Morgen zusammen zur Abschlussveranstaltung Makroökonomie in diesem Semester. Was mache ich jetzt heute nochmal, nachdem wir auch über die Übungsaufgaben letztlich nochmal nahezu den ganzen Stoff rekapituliert haben, dass ich nochmal einen wilden Ritt durch die ganze Vorlesung mit Ihnen gehe und ja, das Ganze nochmal versuche so in den Gesamtzusammenhang mit einzuordnen, auch ein bisschen die Verknüpfung der verschiedenen Teilaspekte der Veranstaltung aufzuzeigen. An der einen oder anderen Stelle werde ich sicherlich dann auch was über Erwartungshaltung bezüglich der Prüfung fallen lassen. All dieweil ich aber jetzt nicht irgendwo groß anfange, wie es mitunter gerne gemacht wird, dass dann nachher gesagt wird, ja, und in der Ver Prüfung nachher frage ich nur noch zwei Drittel oder die Hälfte des Stoffes ab. Das wird bei mir tatsächlich nicht passieren. An der einen oder anderen Stelle, wo es jetzt um sehr detailreiche Sachen geht, werde ich dann schon sagen, das müssen Sie jetzt nicht in dem Sinne auswendig lernen für eine Prüfung. Aber wie gesagt, das wird nicht an allzu vielen Stellen passieren. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich wieder E-Mails bekommen. Ja, was kommt denn jetzt eigentlich dran? Und so etwas, was kommt dran? Dafür ist tatsächlich neben den ganzen Vorlesungsunterlagen, die ich Ihnen schon gegeben habe, auch darauf zu verweisen, das habe ich Ihnen gestern Abend eingestellt, hier die Wiederholungsaufgaben. Das sind also, weiß ich nicht, mittlerweile 20, 30 Aufgaben, wo meine Idee ist, setzen Sie sich an die dran, im besten Falle auch nicht alleine. Zusammen mit Ihren Kommilitonen gehen Sie das Ganze durch. Da werden Sie den gesamten Vorlesungsinhalt hier auch anhand von Aufgaben abgedeckt finden. Auch wenn ich hier wieder E-Mails bekommen werde, wo ist denn, sind denn die Lösungen oder sowas, sage ich da explizit mit dazu. Zu diesen Wiederholungsaufgaben kriegen Sie von mir keine expliziten Lösungen. Da ist meine Hoffnung, dass Sie sich selbstständig dran setzen und ja, auf E-Mails, die ich dann im Vorfeld der Prüfung bekomme. Wie ist denn das mit der Aufgabe auf Seite 14? Die habe ich nicht verstanden. Punkt. Sagen Sie mir doch mal schnell, was da die Lösungen sind. Da reagiere ich etwas allergisch, was aber durchaus in Ordnung ist. Sie setzen sich selber dran, haben ein bisschen was angefangen und kommen an einer Stelle irgendwo bei einer Teilaufgabe ins Stocken und wissen nicht so genau, ja, was will er denn jetzt eigentlich oder ich komme nicht so richtig weiter. Dann können Sie mich natürlich auch im Vorfeld der Prüfung gerne bezüglich solcher Probleme nochmal fragen. Da können Sie natürlich auch hergehen und sagen, ich scanne mal meinen eigenen Lösungsweg, wie weit ich gekommen bin, ein. Schicken Sie mir das zu und Sie fragen, warum komme ich hier nicht weiter? Sehen Sie, an welcher Stelle es da hakt. Ja, das ist natürlich dann möglich. Ich sage mal, im Großen und Ganzen werden Sie bei den Fragestellungen ziemlich deutlich sehen, wenn Sie auch selbst in der Rekapitulation des Stoffs sind, dass da schon ziemlich klar herausgeht, was ich will. Und was ich insbesondere nicht will, ist, dass man eine Aufgabe durchliest und zwei Hauptwörter in der Fragestellung erkannt hat und dann alles zu diesen beiden Hauptwörtern hinpinselt, was einem denn so da alles einfällt. Dann darf ich mir nämlich als Prüfer aussuchen, naja, was gehört denn eigentlich zur Aufgabe dazu? Und dann wird es mit der Bepunktung schwierig. Und auch in Einsichten bringt es dann nicht viel, wenn Sie dann sagen, ja, aber von den zwei Seiten, die ich da hingepinselt habe, da stimmt doch die Hälfte davon. Dann sage ich, ja, aber der Rest, die andere Hälfte hat nichts mit der Aufgabe zu tun oder ist teilweise eventuell sogar falsch. Und da werden Sie selber verstehen, dass das dann schwierig in der Bewertung ist. Nehmen Sie das auch für die Praxis später mit. Sie haben eine Aufgabe und sollen dort für eine Lösung darstellen und dann lösen Sie aber irgendein anderes Problem oder beschäftigen sich mit was anderem und sagen, ach, das ist ja auch interessant. Dann wird Ihnen Ihre Firmenleitung vielleicht sagen, das ist ja schön und gut, mit was Sie sich da die letzten 2 Wochen beschäftigt haben. Wir wollten aber, dass Sie sich mit dieser speziellen Fragestellung auseinandersetzen. Warum machen Sie denn das nicht?
Naja, und da frage ich mich hier bei manchen angebotenen Lösungen dann auch immer mal, wie will man dann später Aufgaben erledigen, wenn man nicht bereit ist, auf Fragestellungen auch konkret zu antworten? Das heißt auch, bei mir sind ganz prinzipiell keine Besinnungsaufsätze verlangt. Lösungen werden auch nicht nach Gewicht bewertet, sondern nach Inhalt und der soll nach Möglichkeit möglichst präzise formuliert werden. Und das heißt tatsächlich, mitunter geht das dann auch über ein paar Stichpunkte, die man erläutert, oder kurz und knapp zwei, drei Sätze, die man zu einer Fragestellung schreibt. Das ist auch so eine Sache bei mir dann bezüglich Bachelorarbeiten oder sowas, hätte ich gerne, dass die Leute auf den Punkt kommen, damit das Ganze dann nachher zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Ja, setzen Sie sich an diese Wiederholungsaufgaben zusammen mit Ihren Übungsaufgaben, Ihren Unterlagen, den Aufgaben, die ich explizit direkt im Verlauf in der Vorlesung direkt eingebaut habe, ein. Also da werden Sie, denke ich, sehr, sehr viele Schnittstellen und Wiedererkennungswerte haben. Ja, das nächste noch formal. Machen wir das Ganze als E-Hausarbeit für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Das heißt, dafür wird jetzt demnächst ein Moodle-Prüfungsraum eingerichtet. In diesen Moodle-Prüfungsraum lese ich aus dem E-Campus alle angemeldeten Studierenden ein und sie kriegen dann aus diesem Prüfungsraum heraus eine Benachrichtigung, dass sie da drin sind und wie die Prüfung dann abläuft und insbesondere werden Sie auch noch aufgefordert, einen technischen Test zu machen, dass für Sie von Ihrem Account aus das Ganze auch funktioniert, mit dem dann zum Zeitpunkt des Prüfungsbeginn Freischalten der Fragestellungen und nachher auch der Upload. Für den Upload kriegen Sie nochmal separat auf die 90 Minuten noch etwas Zeit obendrauf. Und auf was man dann alles achten soll, beziehungsweise im Vorfeld vielleicht auch mal das Digitalisieren von handgeschriebenen Zetteln übt. Das habe ich Ihnen hier in meinen Hinweisen mal alles mitgegeben. Das Einfachste ist nach meinem Dafürhalten tatsächlich, dass Sie mit einer der gängigen Scan-Apps für Ihr Handy dort einstellen, dass sie akkumuliert die 6, 7, 8 Seiten, die sie geschrieben haben, abfotografieren und das Ganze in einem PDF nachher zusammenführen und als ein PDF nach oben laden. Denn das habe ich gestern in der Benachrichtigung ja auch geschrieben. Was ich nicht will, ist, dass sie mir da einzelne unscharfe JPEGs zuschicken, die dann alle noch irgendwie schepp sind und so etwas. Das ist nicht zielführend und überlegen Sie sich mal, wenn ich bei irgendwie über die 100, ungefähr 100 Prüfungen jeweils 10 Einzel-JPEG-Fotos habe, die ich alle einzeln aufmachen darf und zusammentackern darf, irgendwie habe ich wenig bis gar keine Lust darauf, dies zu tun. Nichtsdestotrotz, es wird wieder passieren. Warum? Verstehe ich nicht. Was ich dann mit diesen Prüfungsschnipseln, nenne ich sie mal, dann machen werde, weiß ich noch nicht genau. Das wäre in dem Sinne so, wie wenn Sie eine klassische Präsenzklausur schreiben und dann sagen, so, ich knülle jetzt mal alles zusammen und gebe dem Lehrenden meinen zusammengeknüttelten Papierknäuel hin. Kann er ja auseinanderfalten und dann nochmal bügeln. Und dann kann das ja auch bewerten. Können sich ja überlegen, was damit ein Prüfender machen würde. Umgekehrt, technische Abgabequote liegt bei mir in den letzten Jahren bei 100%. Das heißt, es ist auch alles gut möglich, dass es gut funktioniert. Ja, vielleicht dazu. Kurze Frage an Sie zu dem formalen Ablauf. Noch eine Frage.
habt ihr auch geschrieben, nein, Sie brauchen keinen Drucker, Sie müssen das PDF nicht ausdrucken und müssen dann auf dem vorgefertigten Format das Ganze ausfüllen. Vielleicht gibt es mal eine Tabelle oder eine kleine Zeichnung, aber das ist dann von meiner Seite in den Aufgaben so angelegt, dass man so eine kleine Zeichnung so schematisch auf die Schnelle auch aus der Hand für sich selbst auf den Zettel übertragen kann. Was Sie natürlich auch machen können, ist am Tablet direkt, so wie ich es hier mache, mit dem Stift schreiben. Wenn Sie schnell im Tippen sind, können Sie gerne auch tippen. Habe ich überall nichts dagegen. Ja, Fragen dazu? Dann gehe ich in den Schnelldurchlauf der Wiederholung und sind eingestiegen mit, ja, was ist denn Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen? Da dann tatsächlich für die Prüfung eine erste Einschränkung. Hier habe ich eine lange Definition Ihnen davon aufgelegt, da unten im Link auch noch, wie haben das andere in dem Sinne definiert. Solch eine Frage wird es jetzt nicht geben. Was versteht man unter Volkswirtschaftslehre? Das soll Ihnen in der Gesamtveranstaltung näher gebracht worden sein. Aber diese eher philosophische Frage werde ich Ihnen nicht stellen, sondern worum geht es dabei? Das ist dann schon eher wichtiger, nämlich insbesondere, was sind positive, was sind normative Aussagen. Diese Unterscheidung, die sollten Sie tatsächlich non scholae et vitae discimus fürs Leben mitgenommen haben. Denn man ist gerne immer für sich selbst schnell bereit, dass meine Ansicht doch die einzig wahre und richtige ist. Und hinterfragt sich dann selber nicht mehr, wenn man normative Aussagen, sprich Meinungen, kundgibt und nicht neutral, objektiv aus gewissen Annahmen gemacht, logisch abgeleitete Aussagen. Da haben wir hier auch ein paar Beispiele mit dazu gemacht. Also diesen Unterschied positiv-normativ, den sollten Sie tatsächlich nach Möglichkeit auch aus dieser Veranstaltung mit verinnerlichen. Die Unterscheidung Mikro-Makroökonomie, da zum einen ist sie mehr oder weniger zu offensichtlich, werde ich jetzt auch nicht irgendwie fragen. Sie sollten eben im Allgemeinen mitgenommen haben, dass es durchaus Sinn macht oder Sinn ergibt, eben zu aggregieren und das Verhalten dieser Aggregate nachher zu betrachten. Naja, und da nochmal der Hinweis, es gibt viele lustige Internetschnipsel, wo dann nachher erklärt wird, auch in makroökonomischen Modellen, nehmen wir da beispielsweise das ASAD-Modell. Wunderbar, die Angebotskurve steigt im Preis, die Nachfragekurve fällt im Preis und dann wird lustigerweise dann gesagt, ja, und das können wir uns genauso wie Ihr PX-Diagramm im Markt, in der Mikroökonomie, in Einführung in der BWL vorstellen und damit ist alles in der volkswirtschaftlichen, makroökonomischen Ökonomie erklärt. Wenn wir nachher dann auch noch den Theoriewiederholung machen, dann sehen Sie, das ist totaler Quatsch. Das hat wenig bis gar nichts damit zu tun. Also wir machen zwar eine mikroökonomische Fundierung, was aber im ASAD-Modell hinter den Kurven steckt, ist doch sehr, sehr deutlich was anderes gegenüber dem, was in der Mikroökonomie hinter der Nachfragekurve, nämlich Nutzenmaximierung, und hinter der Angebotskurve, nämlich Gewinnmaximierung, steckt. Also das ist im besten Fall schwammig in diesen Internetschnipseln, in den allermeisten Fällen schlicht und einfach falsch. Da denken irgendwelche Lernplattformen, die dann sehe ich dann auch immer wieder, wo unten drunter in den Anmerkungen dann steht, endlich hat mir das mal jemand richtig erklärt. Mein blöder Prof, der macht das immer so kompliziert. Es ist doch alles viel einfacher. Nee, ist es nicht. Insbesondere in der Makroökonomie ist es nicht einfach. Es ist komplex. Es ist nicht zu komplex. Man kann da durchsteigen, wenn man eine gewisse Bereitschaft hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber einfach sind makroökonomische Modelle und Zusammenhänge sicherlich nicht, wenn das alles so einfach wäre und es so einfach zu erklären wäre in 3 Minuten Videoschnipseln. Naja, dann würden Sie hier nicht sitzen und dann bräuchten wir diesen ganzen Bildungskram eben auch nicht. Naja, und da sind wir tatsächlich dabei.
die Bildung immer weiter runterzufahren. Kurze Anekdote, mein Großer hat gerade eine Mathearbeit zurückgekriegt. Die benutzen diesen unsäglichen Taschenrechner, lineares Gleichungssystem, also das, was wir hier im ISLM-Modell gemacht haben, zwei Geraden zum Schnitt bringen, wird dann da also einfach in diesen komischen, in dieses komische Gerät eingegeben. Und dann frage ich meinen Großen, wenn du jetzt dieses spezifische Gerät nicht hättest, könntest du dann die Lösung ausrechnen? Das hat er mir dann zum Glück erklären können und bejahen können, aber auch mit dem Hinweis, dass wahrscheinlich 80% seiner Mitschülerinnen und Mitschüler das nicht können. Das heißt, sie sind dann tatsächlich kompetenzmäßig, wenn sie Abitur gemacht haben, nur noch in der Lage, ein lineares Gleichungssystem zu lösen, indem sie ein ganz spezifisches Gerät zur Verfügung haben, was sie aber in ihrem Leben ansonsten, außer im Abitur, nie wieder benutzen werden. Da sage ich, Mahlzeit, tolle Kompetenz, die Sie da erworben haben, die wird Ihnen nämlich im Leben nicht weiterhelfen. Ja, das kurz am Rande. Umgekehrt sage ich, die Lösungshilfsmittel, die wir alle haben, die sollen Sie gerne auch einsetzen. Habe ich gar nichts dagegen. Nur Sie müssen halt auch wissen, wie Sie sie einsetzen, und während Sie sie einsetzen, müssen Sie wissen, was Sie dabei tun. Ja, und dann kommen wir tatsächlich auch zu dem ersten großen Block. Und Sie werden jetzt sehen, die Vorlesung kann man an vielen Stellen in Anführungszeichen an Diagrammen, an Übersichten sich rekapitulieren bzw. erarbeiten. Und beim Wirtschaftskreislauf springen wir mal dahin. Das heißt, dieses Bild so im Allgemeinen im Kopf haben, die fünf Pole, was ist die Bedeutung dieser Pole, was ist die Bedeutung der Pfeile, Pfeilrichtung gibt Geldströme an. Ich werde Sie jetzt nicht irgendwo fragen, stellen Sie mir den Wirtschaftskreislauf im Detail dar, und dann möchte ich die, ich habe sie nicht durchgezählt, jetzt hier 20 Pfeile oder sonst irgendwas, da alle bezeichnet haben im Detail. Das wird eine halbe Stunde dauern. Denken Sie an die Übungsaufgabe, wo ich hier eine Angabe vergessen habe. Dann kann ich nur einen Aspekt oder vielleicht noch einen anderen überhaupt fragen. Das wäre wahrscheinlich doch relativ unfair, die Prüfung nachher so aufzubauen, dass es letztlich nur um ein oder zwei Unteraspekte der gesamten Vorlesung geht. Aber konzeptionell, wie sieht, was ist der Wirtschaftskreislauf, dass Sie das letztlich nachher wissen. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Kontenrahmen, da könnten wir den Wirtschaftskreislauf jetzt reinbuchen, habe ich nicht mit Ihnen gemacht, wird deswegen auch nicht in der Prüfung passieren. Ja, dann kommen wir in dem Sinne zum zentralen Begriff des Bruttoinlandsprodukts, und es sind nicht viele. Bruttoinlandsprodukt. Was ist Inflation? Was ist die Quantitätstheorie? Ja, all diese Dinge, was verstehen wir unter Geld? Das sind Konzepte bzw. hier eine ganz klare Definition. Und die sind dann in dem Sinne tatsächlich auch einfach mal zu lernen und nicht einfach, na ja, weiß ich irgendwie. Entweder im letzten Semester oder im vorletzten Semester habe ich eine Frage gestellt. Erläutern Sie die Begriffe Produktionswert, Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationaleinkommen und grenzen Sie die, glaube ich, voneinander ab. Naja, was brauchen Sie dann dafür? Dann müssen Sie zumindest einen dieser Begriffe tatsächlich definiert haben. Dann können Sie ausgehen von diesem einen Begriff die Unterschiede zum Bruttonationaleinkommen in Länder, in Landskonzept, der Unterschied, also wir arbeiten im Ausland, gehört nicht zum Bruttoinlandsprodukt, aber zum Bruttonationaleinkommen dazu. Ausländer arbeiten bei uns, gehören zum Bruttoinlandsprodukt dazu, aber nicht zum Bruttonationaleinkommen. Wenn Sie ausgehend das Bruttoinlandsprodukt definiert haben, brauchen Sie nur noch diesen Unterschied. Sie können mir auch alle Definitionen dann hinschreiben und sagen, ja, da sehen Sie, innerhalb der Definitionen habe ich die Unterschiede. Aber eine brauchen Sie mindestens. Und wenn die dann halt nur schwammig ist, naja, dann werden auch die Unterschiede sehr wahrscheinlich schwammig.
werden. Und dann wird es schwierig, Punkte zu vergeben. Na, und beim Bruttoinlandsprodukt, da haben wir eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aspekte, die in dieser Definition vorkommen. Und die muss man dann eben auch können. Oder ich habe mal in den vergangenen Jahren dann gefragt, ja, erläutern Sie, was man unter Inflation versteht. Und dann, ja, die Zunahme der Preise im Allgemeinen oder so etwas. Dafür bräuchten Sie nicht in die Vorlesung gehen. Das ist die Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex. Und das reicht dann eben auch noch nicht. Da muss man auch noch sagen, was ist der Verbraucherpreisindex? Wir betrachten den Warenkorb eines repräsentativen Haushaltes und die Bedeutung der einzelnen Produkte dahin. Das sind die Gewichte und damit ist der VPI ein gewichtetes arithmetisches Mittel der Preise des repräsentativen Warenkorbs. Und davon die Veränderungsrate, das ist die Inflation. Das ist nicht schwer in dem Sinne, aber man muss es eben auch mal gelernt haben. Und wenn man in der Vorfeld der Prüfung das einfach so per Daumenkino durchblättert und sagt, ja, Inflation weiß ich schon, gut, dann wird es eventuell schwierig, wenn ich dann spezifisch eine Frage dazu stelle. Also diese grundlegenden Begriffe als Hinweis, wiederholen Sie die, lernen Sie die auch und natürlich auch verstehen Sie die. Da verweise ich jetzt auf den Dienstag. Entstehungs-, Verwendungs-, Verteilungsrechnung hatten wir die Übungsaufgabe gemacht. Brauche ich dann, glaube ich, heute nicht nochmal im Detail wiederholen. Vielleicht hier, weil wir in der Übungsaufgabe dann nicht Produktionswert gemacht haben, aber gehen wir hier, dass also der Produktionswert circa zweimal das BIP ist, beziehungsweise die Bruttowertschöpfung. Das wäre noch so eine Größenordnung. Oder hier die Abschreibungen, das ist auch noch so eine Größenordnung, circa ein Fünftel des BIP. Also mir geht es vornehmlich um die Größenordnungen. Sie müssen da jetzt nicht auf die zweite Nachkommastelle die aktuellen Werte ausrechnen. Hier auch bei der langen Zeitreihen in der Entwicklung, das habe ich glaube ich mal gefragt, wie hat sich die Aufteilung verändert, diesen Umbau zur Dienstleistungsgesellschaft. Dann über die letzten 20 Jahre relativ konstanter Anteil. Hier die Frage, gehen wir vielleicht nach oben im Zuge von KI und Digitalisierung. Ja, bei der Verwendungsrechnung ebenfalls die Anteile. Da hatten wir auch gesehen, dass eben aktuell im Zuge der Krise das Ganze eben von diesen 55, die ich Ihnen am Dienstag genannt hatte, runtergegangen ist auf die 50. Ja, Sie können dann natürlich auch 50, 22, 23 lernen für die Komponenten und 5 für den Außenbeitrag. Sie können sich aber auch die 5er Schritte merken. Also mir geht es hier um die Größenordnungen in dem Zusammenhang. Verteilungsrechnung genauso, Lohnquote, Größenordnung bitte auch. Dann sind wir beim magischen Viereck. Auch da habe ich das Ganze letzte am Dienstag wiederholt. Vergleichen Sie die Übungsaufgabe damit. Und naja, und wenn ich irgendwas sowas frage, wie erläutern Sie das, was man unter dem magischen Viereck versteht, unter Erklärung der möglichen quantitativen Bezugsgrößen? Und wenn Sie dann mir beim angemessenen stetigen Wirtschaftswachstum eben einfach nur hinschreiben, wird gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dann stutze ich halt. Dann sage ich, sind Sie in der Veranstaltung gewesen. Das ist so ein zentraler Wirtschaftswachstum-Aspekt gewesen und Sie lernen dazu, misst man am Bruttoinlandsprodukt. Schön. Gibt aber nicht allzu viele Punkte. Na, denn das ist die jährliche Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts. Naja, und die Veränderungsrate will ich hören und das Real will ich eben auch hören. Und wenn das nicht da dasteht, dann fehlen da Ihnen schon wieder, zack, ein, zwei, drei Punkte oder so etwas. Und außerdem frage ich mich dann, wieso Sie überhaupt Wirtschaft studieren, wenn das irgendwo von nur sehr untergeordnetem Interesse an der
Stelle ist. Ähnlich wie beim Preisniveaustabilität. Wird dann hingeschrieben, wird gemessen an der Inflation. Will aber wissen, was Inflation ist. Ne? Also, ja, was ich dann vielleicht auch oder mitunter dann lese, ist zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Habe ich Ihnen ausführlich gesagt, dass das aus der Historie zu betrachten ist, dass es durchaus dann die Möglichkeit gibt, das Ziel einer ausgeglichenen Handelsbilanz zu formulieren. Dann habe ich Ihnen die Zeitreihe für Deutschland mit dazu gegeben. Und dann müssen wir halt schlicht und einfach konstatieren, in den letzten 20 Jahren Pustekuchen. Ist offensichtlich kein Ziel, was wir verfolgen. Und das kann man eben auch erklären, weil wir eben kein Regime der festen Wechselkurse mehr haben. Und der Ausgleichsmechanismus prinzipiell über den Wechselkursmechanismus funktioniert. Kriege ich dann trotzdem hingeschrieben, Ziel des außenwirtschaftlichen Gleichgewichtes ist, die Handelsbilanz bei Null zu halten. Da frage ich mich dann auch, waren Sie in der Veranstaltung gewesen? Weiß nicht, mitunter habe ich so die Vermutung, dass das in Oldenburg anders gelesen wird. Und dann hat man da einen Kumpel, der mal Makroökonomie da gehört hat. Und dann guckt man in deren Skripte rein. Ich will da nichts unterstellen, aber ich sage mal, das ist dann eine normative Aussage zu sagen. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll wäre, das Ziel der ausgeglichenen Handelsbilanz zu verfolgen, haben dann wahrscheinlich die Kollegen gesagt. Und wenn man dann da nur irgendwo einen Mitschrieb hat oder mal so freihand in ein Buch reinblättert, dann kriegt man die Hintergründe nicht so richtig mit, die ich Ihnen aber hier in der Veranstaltung mitgegeben habe. Okay, ja, dazu habe ich Ihnen dann hier einiges gemacht, insbesondere den Unterschied zwischen nominalen und realen Größen, den sollten Sie bitte auch mit verinnerlichen. Der ist nämlich ganz wesentlich zu wissen, was das ist und wann blicken wir eventuell mehr auf als Gesellschaft auf nominale Größen oder können wir eventuell erklären, dass gewisse Effekte in der Gesamtwirtschaft darauf zurückzuführen sind, dass wohl irgendwo die Wirtschaftsindividuen mehr auf nominale Größen blicken. Denn grundsätzlich sagen wir eben, 1000 Euro sind schön und gut. Was mich aber nachher glücklich machen kann, ist, wie viel ich mit den 1000 Euro einkaufen kann. Also der reale Gegenwert des Ganzen. Und das ist dann eben auch schon tatsächlich dieses Spannungsverhältnis. Greifen wir jetzt in die Theorie vor. Keynesianismus versus Neoklassik. Die Neoklassiker unterstellen dann eben, ja, wir bei all unseren Entscheidungen gehen wir dann direkt her und überlegen uns immer ganz explizit, jawohl, was ich real mir davon kaufen kann. Was bedeutet das real? Das ist entscheidend für mein Verhalten. Ja, und dann müssen wir eben teilweise konstatieren, manchmal leuchten uns einfach unsere Augen, wenn wir 1000 Euro mehr haben. Wir haben gerade zusammengesessen für unsere neue Konjunkturprognose vom Handelsblatt und da gucken wir uns natürlich auch Zeitreihen an. Und wenn Sie in den vergangenen 2, 3 Tagen die Medien verfolgt haben, dann gab es dort im gesamtwirtschaftlichen Aspekt zum Beispiel die in Anführungszeichen tolle Meldung, höchstes Reallohnwachstum aktuell seit 15 Jahren, seit 2018, kurz vor der Finanzkrise. Da könnte man sagen, super. Läuft in der Wirtschaft. Klasse, wir können uns viel mehr kaufen. Naja, und wenn man dann die längere Zeitreihe aufmacht, und deswegen habe ich Ihnen auch immer hier bei mir in der Veranstaltung den längeren Zeithorizont gegeben, dann sieht man im Vorjahresvergleich, ja, richtige Aussage, aber irgendwie sehen wir nicht, dass wirklich der private Konsum in unserem Land gerade voll anspringt. Ich glaube, hier haben wir auch die ein oder andere Tourismusstudierende. Woran kann das liegen? Naja, wir haben am Wochenende endlich wieder mal Bock und gehen ins Restaurant. Dann sehen wir, wenn Sie in einer Tourismusgegend wohnen, ups, Wiener Schnitzel, 29,50. Gerade so noch borderline-mäßig Grenzpreis, damit es keine 30 Euro sind. Habe ich doch noch mal irgendwann 17,80 Euro in Erinnerung.
Und das fand ich damals schon viel. Ui. Oder Weinschläule, Bier, 6 Euro. 6,50. Schöner Abend, sitze da. Früher hätte ich vielleicht 2, 3, 4 oder sowas davon getrunken. Jetzt fange ich beim zweiten an. Das wird ein großer Deckel hier. Naja, und das liegt schlicht und einfach daran, wenn man die längere Zeitreihe ausmacht. Wir haben zwar aktuell ein sehr hohes Reallohnwachstum aufgrund der hohen Lohnabschlüsse aktuell, aber wir haben gerade mal so das Reallohnniveau des Jahres 2018 erreicht. Das heißt, wir sind jetzt so gerade so noch nicht mal auf dem Stand vor Corona angelangt. Naja, und das merken wir eben in unserem Verhalten selber. Wir haben in Deutschland vornehm formuliert eine Konsumzurückhaltung. Ich würde sogar so weit gehen, eine Konsumschwäche. Und das kann man gut erklären oder es gibt eine sinnvolle Erklärung, wenn man den Unterschied zwischen realen und nominalen Größen kennt und damit auch den Unterschied, wann ist etwas eher keynesianisch getrieben in der Volkswirtschaft und wann ist etwas eher neoklassisch getrieben. Dahinter steht dann auch diese klassische Dichotomie. Dass wenn wir es ganz eng durchziehen, das dann wird dann die Abschlussdiagramm sein, neoklassische Synthese nachher. Die Entkopplung von nominalen und realen Größen. Ja, Wirtschaftswachstum. Hier haben wir dann auch mal einige von diesen Rechenbeispielen dazu gemacht. Wenn Sie die Wiederholungsaufgaben anschauen, dann werden Sie da auch eine Menge dazu finden. Naja, und ich fülle halt nicht immer die gleichen Zellen hier zum Start aus, sondern das sind unterschiedliche. Oder manchmal gehe ich dann auch her und gebe die nicht direkt als Einträge an, sondern ich verklausuliere das Ganze dann in bösen Textaufgaben. Und die haben dann was auch noch mit der aktuellen Situation zu tun. Dadurch will ich natürlich zeigen, dass diese dann doch einfachen Rechnungen, das ist tatsächlich nur Dreisatz, den wir hier machen, dass das auch konkret was mit der Realität zu tun hat. Naja, und da sehe ich dann manchmal Leute, die sagen, oh, Textaufgabe, ganz gefährlich, lasse ich erstmal gleich ganz weg. Sage ich, schade. Das ist tatsächlich jetzt hier ein Aspekt, wo man den Algorithmus in dem Sinne einüben kann über 3, 4, 5 Aufgaben. Ich habe Ihnen genug Übungsmaterial dazu gegeben. Und dann kann man sagen, jo, und wenn er was Ähnliches stellt in der Prüfung, werde ich schon gut durchkommen. Brauche ich keine Angst haben. Ja, in dem Zusammenhang reales, nominales Wirtschaftswachstum, BIP-Deflator, Veränderung des BIP-Deflators, das sind die Aspekte, die ich dabei wissen muss. Preisniveau Stabilität hatte ich schon dazu gesagt und hier, ich meine mich zu erinnern, dass ich bei der Definition beim ersten Durchgang in der Vorlesung hier noch die alte Definition drin stehen hatte mit nahe, aber unter 2%. Ich habe es jetzt hier auch schon ersetzt. In der Vorlesung erinnere ich mich auch, habe ich es dann direkt mit ersetzt, also nicht, dass Sie da in dem Sinne eine alte Folie verwenden und dann die falsche Definition lernen. Warum denn eigentlich Preisniveaustabilität? Was steht dahinter? Erklärungen. Das ist natürlich wichtig. Und Messung des Geldwerts, also was ist Inflation? Das habe ich schon genug gerade eben drüber geredet. Und ja, auch dazu habe ich in der Veranstaltung und auch in Übungsaufgaben, in Wiederholungsaufgaben eine Menge Übungsmaterial für Sie zur Verfügung gestellt. Für mich ist immer noch ein Rätsel, denn konzeptionell ist es an sich mehr oder weniger das Gleiche wie beim Wirtschaftswachstum. Aber die Wirtschaftswachstumsaufgabe fällt im Durchschnitt immer besser aus als diese hier. Also bei dieser Aufgabe mischen mir junge Studierende häufig irgendwie alle Grundrechenarten mit diesen Zahlen irgendwo zusammen und dann kommt irgendwas raus. Aber nicht das, was richtig ist. Hier auch nochmal, mitunter frage ich dann auch nach durchschnittlichen Veränderungsraten. Naja, und da steht in meinen Aufgaben
dann häufig die nähere Erläuterung mathematisch exakt. Naja, und das heißt eben, bei durchschnittlichen Veränderungsraten muss ich dann das geometrische Mittel der Wachstumsfaktoren nehmen und das noch um 1 bereinigen. Und ich kann eben nicht einfach das arithmetische Mittel der Wachstumsraten nehmen. Rede ich mir auch den Mund drüber fusselig, weil ich da eben sage, das ist was sehr, sehr wichtig ist. Da wir in den Wirtschaftswissenschaften, in der Ökonomie eben ganz häufig Veränderungsraten betrachten. Naja, und wenn die eben von der Dimension her mehr als 10% sind, und das kommt immer wieder mal irgendwo vor, und insbesondere wenn sie mal zu Umsatzänderungen gehen, auf betriebswirtschaftlicher Ebene, dann ist natürlich ein Umsatzwachstum von 15% überhaupt nichts Besonderes, oder ein Umsatzeinbruch, wenn irgendwas passiert, von 20% ist überhaupt nichts Besonderes. Wenn Sie da eine 5-jährige Zeitreihe betrachten und der Meinung sind, ich bilde jetzt das arithmetische Mittel daraus, dann kommt da halt großer Käse bei raus. Ja, das nochmal dazu. Zu dem Bild auch nochmal der Unterschied. VPI, BIP-Deflator, insbesondere Arbeitnehmer versus Arbeitgeber. Das ist nach meinem Dafürhalten tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man eben gesamtwirtschaftliche Preisniveau, BIP-Deflator, VPI, repräsentativer Haushalt, welche Bedeutung haben die? Welche Bedeutung haben die im Zusammenspiel, wenn sie unterschiedlich groß sind? Ein sehr, sehr schönes Anwendungsbeispiel aus der Praxis. Wenn der BIP-Deflator die Veränderungsrate eben höher ist als die Veränderungsrate des VPI, dann können wir in dem Sinne in der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingung daraus ableiten, dass es wahrscheinlich nicht so sehr zum Arbeitsmarktkampf kommt. Ja, und vielleicht ist ja jemand von Ihnen, der in den HR-Bereich will. Und dann kann man eben auch sagen, ja, stehen wieder mal Lohnverhandlungen an. Wie ist denn meine Erwartungshaltung? Wird es dieses Jahr wieder schwierig oder nicht? Und dann können Sie sich auch mal diese makroökonomischen Rahmenbedingungen anschauen. Muss dann natürlich nicht runtergebrochen für Ihre Branche, für Ihr Einzelunternehmen gelten, aber so im Großen und Ganzen ist die Einschätzung sicherlich aus den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verkehrt. Ja, hier hatte ich Ihnen dann auch nochmal das Beispiel mit einer möglichen Wichtigkeit der Einzelkomponente, insbesondere der Energie in den vergangenen Jahren, war da sehr deutlich gewesen, aufgezeigt. Und wenn Sie in die Wiederholungsaufgaben reinschauen, dann werden Sie das sehen, dass ich ja da immer mal auch noch so ein Beispiel mit expliziten Betrachtung einer Subkomponente mit Ihnen durchführe. Ja, diese Folie, sagen wir mal, die ist dann was für sehr Interessierte, auch von der ja, Tiefe und technischen Tiefe. Was ist ein Laspère-Index, was ist ein Paasche-Index? Gut, das hat man früher mal in der guten alten Zeit im Studium in einer Statistik 1-Vorlesung gemacht, die vornehmlich Deskription gemacht hat. Und dann hat man Statistik 2 induktive Statistik gemacht. Induktive haben sie jetzt mittlerweile irgendwie ganz rausgeschmissen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Dann kann man letztlich keine Kausalaussagen mehr ableiten aus Datensätzen, aus Umfragen. Warum wir das rausgeschmissen haben aus der Lehre, weiß ich nicht so richtig. Oder Sie kommen zu mir noch, weil ich da die Folgeveranstaltungen mache, wo ich dann Ihnen doch die induktive Statistik mal näher bringe. Ja, nichtsdestotrotz, diese Folie, die müssen Sie jetzt nicht so im Detail mir auswendig lernen, wobei ich hier unten diesen Unterschied VPI BIP-Deflator, den ich vorhin bei dem Bild schon hatte, das natürlich schon, aber Sie müssen mir jetzt nicht auswendig lernen. Das eine ist ein Laspère, das andere ist ein Paasche-Index. Tja, das sage ich eigentlich auch immer im Vorfeld. Und dann habe ich mal, das ist schon ein paar Jahre her, gefragt, was ist Inflation? Und dann haben mir die Leute diese Folie abgepinselt. Schön. Bedingt was damit zu tun, aber mit der Antwort auf meine Frage relativ wenig. Und das haben nicht nur zwei gemacht, das haben irgendwie 20, 25 gemacht.
Das dann so viel dazu, dass man im Vorfeld geübt hat und gelernt hat, verständig mit den Begrifflichkeiten umzugehen. Arbeitslosigkeit, da haben wir diese allgemeine Definition gemacht. Ich habe Ihnen auch noch im Detail aus dem Sozialgesetzbuch gegeben, wer wird denn in Deutschland als arbeitslos gezählt? Da sage ich Ihnen jetzt explizit, die Punkte müssen Sie nicht im Detail jetzt lernen für die Prüfung, sondern in dem Sinne die allgemeine Definition Arbeitswillige, die keinen Job finden. Das ist Arbeitslosigkeit. Und ja, so ein grundlegend, dass es einen Unterschied zwischen ILO und BA gibt, das schon, aber jetzt brauchen Sie auch nicht im Detail. Was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, ist die verschiedenen Arten der Arbeitslosigkeit. Das haben wir relativ ausführlich gemacht, hier insbesondere bei der strukturellen. Wenn das Sie das mit Ihren Unterlagen vergleichen, dann habe ich hier nochmal die Beispiele etwas erweitert, die ich in der Veranstaltung nur auf der Tonspur gemacht habe, weil insbesondere was Digitalisierung und sowas angeht und Energiewende, sind wir da jetzt im Laufe der letzten Jahre doch schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Ja, verdeckte Arbeitslosigkeit, insbesondere Kurzarbeit, Bedeutung in den beiden großen vergangenen Krisen, Finanzkrise, Corona-Krise. Auch da können Sie sehen, dass ich da vielleicht mal in der Aufgabenteil C in einer Aufgabe mal was dazu frage. Dann kommen wir zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Da habe ich schon viel drüber geredet. Was Sie jetzt nicht brauchen, ist mir im Detail ausrechnen, lernen, was ist die Zahlungsbilanz, wie ist sie aufgebaut. Das ist eher dann Teil der Veranstaltung öffentliche Finanzen und Außenwirtschaft, sondern das, was ich im magischen Viereck dazu gesagt habe. Erweiterungsmöglichkeiten. Hier habe ich Ihnen explizit die drei auch in unserer Rechtsordnung kodifizierten im Grundgesetz mit genannt. Was versteht man darunter? Sie brauchen mir jetzt nicht die Paragraphen dazu auswendig lernen. Vielleicht kurz zur Schuldenbremse was dazu, weil das ja gerade aktuell sehr, sehr kontrovers diskutiert wird in der Wirtschaftspolitik. Und das kann man eben auch schön einordnen, diesen Paragraphen in die Wirtschaftstheorie. Denn was bedeutet in dem Sinne die Forderung, ohne Einnahmen und Kredite seinen Staatsaufgaben nachzukommen als Regierung? Das ist in dem Sinne eine neoklassische Sichtweise des Ganzen. Ne? Du erhebst Steuern, um deine Staatsausgaben zu erfüllen, bitte aber auch nicht mehr, den Rest überlässt du bitte dem privaten Markt. Dieser Marktmechanismus, der kann das nämlich besser, als wenn du das zentral planst. Guck mal in die DDR. Naja, und dann guckt man, ja, soll ich das immer so machen? Und dann sind die Leute auf die Idee gekommen und haben gesagt, naja, es gibt ja Sondersituationen. Und da ist es zumindest in der kurzen Frist sicherlich sinnvoll, dass der Staat dort eingreift. Und das wäre dann in dem Sinne eine keynesianische Komponente. Und so finden wir eben auch ganz konkret hier in dieser Schuldenbremse theoretisch fundiert aus unterschiedlichen Denkschulen, welche Regeln legen wir uns denn in unserem Land auf? Ja, dann dieses Bild. Da hatte ich wieder gemeint, Sie können vieles mit Diagrammen sich klar machen. Was ist das? Was passiert im Aufschwung, Boom, Abschwung in der Krise? Was ist das hier? Das ist langfristiger Trend. Vergleiche mit dem Produktionspotenzial und das ist die Schwankung des BIP um die Entwicklung des Produktionspotenzials des langfristigen Trends herum. Und in dem Zusammenhang auch Arten der Arbeitslosigkeit.
Losigkeit. Das habe ich dann immer mal gefragt. Welche Wirkung haben die verschiedenen Arten der Arbeitslosigkeit auf das Produktionspotenzial? Ja, und dann kriege ich sehr, sehr häufig gesagt, bei den kurzfristigen, saisonal und friktionell, ja, ist kurz, ist auch nicht so viel, ist von der Größenordnung nicht so viel und deswegen kein bis gar kein, gar kein bis, keiner bis oder wenig bis gar kein Einfluss auf das Produktionspotenzial. Naja, und da sage ich mir dann wieder, wenn wir hier Produktionspotenzial, ups, als die langfristigen Rahmenbedingungen, mögliche gesamtwirtschaftliche Produktion bei Vollauslastung der Kapazitäten definiert haben. Wie kommen Sie denn darauf, dass einfach nur weil gewisse Arten der Arbeitslosigkeit kurzfristig sind, das keinen Einfluss hat? Bei saisonal können wir das sagen, da können wir es aber ableiten. Das Wetter ist nun mal so, wie es ist, auch wenn wir das in dem Sinne langfristig durch das Verbrennen toter Tiere am Ändern sind oder schon geändert haben, ist, sage ich mal, auf eine 15-Jahres-Perspektive die Wetterentwicklung in Mitteleuropa doch ziemlich klar. Also eine Rahmenbedingung, die wir nicht ändern können. Saisonale Arbeitslosigkeit, auch diese Einstellungszyklen, die hängen von ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Abläufen ab. Wir fahren halt gerne im Sommer länger in Urlaub. Das heißt, dort sind die HR-Abteilungen nicht so besetzt. Da werden nicht so viele Bewerbungsgespräche geführt werden. Zudem endet die Schule, das Abitur, Berufsschule häufig im Sommer. Ja, dann gehen wir erstmal in Urlaub und dann überlegen wir uns, soll ich eine Ausbildung oder soll ich anfangen zu arbeiten? Dann im Herbst. Ja, und das sind dann in dem Sinne auch Rahmenbedingungen, okay. Ähnlich wie mit dem Verbrennen toter Tiere können wir das auch ändern, ist aber ziemlich schwer. Oder wenn, wird das sehr, sehr langsam in der Änderung nachher passieren. Also geringe Auswirkungen bis keine von saisonaler Arbeitslosigkeit. Friktionelle sieht das ganz anders aus. Da sagen wir friktionell, das sind Reibungsverluste, weil die Information nicht richtig fließt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Naja, und das ist offensichtlich etwas, was wir direkt anpacken können. Den Informationsfluss können wir verbessern. Naja, und dann können wir zwar durchaus argumentieren, diese friktionelle Arbeitslosigkeit beläuft sich vielleicht von der Größenordnung nur auf 50 oder 100.000 Leute. Nichtsdestotrotz, wenn wir dauerhaft diese Arbeitslosigkeit reduzieren können, halbieren können, meinetwegen, von 100 auf 50.000, dann hat das natürlich einen nachhaltigen Effekt auf das Produktionspotenzial, nämlich positiv. Oder was mir dann auch gesagt wird, im Konjunkturzyklus, jawohl, und im Boom steigt dann das Produktionspotenzial, weil wir hohe Wachstumsraten haben. Naja, gucken Sie sich das Bild an. Da ändert sich erstmal gar nichts am langfristigen Trend. Das ist eben schlicht und einfach auch nicht richtig. Sie können dann argumentieren, ja, wenn wir es schaffen, den Aufschwung, die Boomphase zu verstetigen, weil wir sinnvoll investieren, weil wir unsere Leute ordentlich ausbilden, dass wir da noch schlauere haben, die noch tollere Ideen haben, dann kriegen wir in dem Boom in Anführungszeichen hier das Ding nach oben gebogen. Aber prinzipiell heißen hohe Wachstumsraten erstmal nicht, dass wir ein hohes Produktionspotenzial haben. Ja, kann nämlich gut möglich sein, dass wir da einfach nur ein schönes, feines Konjunkturprogramm, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist, reingestopft haben und wir deswegen unser Wirtschaftswachstum aufpumpen. Oder was hatte ich Ihnen auch gesagt, wenn wir gerade aus einer ja, schlimmen Krise kommen, eventuell einer Naturkatastrophe. Fürs Wirtschaftswachstum gibt es erstmal nichts Besseres als ein Erdbeben. Danach bauen wir alles wieder auf. Das heißt, im nächsten ein, zwei Jahren kriegen wir einen riesen Push, weil wir aufbauen und mit dem Vorjahr vergleichen. BIP ist eine Flussgröße. Vergleichen Sie bitte wahrscheinlich mit Bilanzierung, Buchführung oder sowas, Bestandsgröße versus Flussgröße. Dann werden wir sicherlich nicht sagen, wunderbar, letztes Jahr haben wir ein Erdbeben gehabt und deswegen haben wir jetzt ein hohes Produktionspotenzial.
weil im Folgejahr, in den beiden Folgejahren, wir mit 5 und 6% gewachsen sind, weil wir wieder alles aufgebaut haben. So. Also Verständnis dieses Aspekts. Ja, dann kommen wir mit großen Schritten zum Geld, Geldbegriff, Geldfunktionen und Motive der Geldhaltung. Die drei Dinge gehören zwingend mit zusammen aus dem Ganzen, insbesondere aus dem Spekulationsmotiv haben wir dann auch hier die Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage mit abgeleitet. Das ist die keynesianische. Und dann ups, ich gehe gerade zurück. Sorry. Dann sind wir zur Quantitätstheorie übergegangen. Was ist die Quantitätstheorie? Was versteht man darunter? Insbesondere, wo haben wir sie hier? Da habe ich in der Veranstaltung immer wieder wiederholt, diese Aussage von Milton Friedman. Interpretiere das Ganze letztlich als reine Bilanzgleichung, gar nicht groß als Theorie, sondern nur aus die Buchung auf zwei Seiten. Welche Konsequenz hat das Ganze? Naja, dass wir mehr oder weniger eine 1 zu 1 zwischen Preisveränderungen und Geldmengenveränderungen nachher haben, weil Y, Wirtschaftswachstum, ändert sich nicht so schnell und V, langfristige Rahmenbedingungen, Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, ändert sich, wenn überhaupt, auch nur langsam. Kriegen also daraus dann eine Geldnachfragefunktion, nur abhängig von Y. So, über klassische Dichotomie habe ich schon geredet, können wir drüber gehen. Dann kommen wir zu meinem Steckenpferd in dem Sinne: Zentralbank, Geldschöpfung. Was verstehen wir darunter? Insbesondere hier Geldmengenmultiplikator 1 durch Reservesatz. Geldpolitische Strategie. Jawohl, hier stand es, glaube ich, von Anfang an richtig. Oder es war umgekehrt. Definition und dann die grundlegenden geldpolitischen Instrumente. Was sind die? Dass Sie das lernen, wie frisst sich letztlich die geldpolitische Zinsentscheidung nachher durch die Wirtschaft und insbesondere, was ist die Zinsstrukturkurve und wie erklären wir diese Zinsstruktur? Über vornehmlich Erwartungswerttheorie und Liquiditätsthemen-Theorie, Marktsegmentierungstheorie können wir so ein bisschen beiseite schieben, nicht vergessen, aber wir sehen eben für die Marktsegmentierungstheorie nicht so die empirische Evidenz. Ja, und hier mal ein Hinweis, das war im letzten Semester. Zinsstruktur, Erwartungswert, Liquiditätsprämie mache ich zum einen sehr, sehr ausführlich in der Veranstaltung. Dann gibt es eine Übungsaufgabe dazu. Dann gibt es da auch noch ein Video von mir mit dazu. Und dann wissen Sie, dass ich aus der Geldpolitik bezüglich meiner Promotion letztlich auch komme. Und wo ich dann herkomme, wo ich mich besonders hoffe, besonders gut auszukennen, dass Professorinnen und Professoren dann vielleicht auf diese Aspekte ein bisschen mehr Wert legen als auf andere in der Gewichtung der Lehre, das ist wohl auch nicht überraschend. Naja, und diese Zinsstrukturaufgabe, die ist letztes Mal katastrophal ausgefallen. Wo ich dann dachte, waren Sie in der Vorlesung? Haben Sie sich das angeguckt? Haben Sie meine Hinweise, wie wichtig das Ganze ist, einfach beiseite geschlagen? Naja, und hier kommt nochmal ein extra Aspekt hinzu. Wir haben halt nun mal aktuell eine inverse Zinsstruktur. Und das hat eben eine immense Bedeutung für die Gesamtwirtschaft. Da sind wir wieder dabei. Sie sollen in dieser Veranstaltung lernen, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen einzuschätzen. Und da kann man sich dann schon fragen, wenn man das einfach dann bei nicht wenigen Studierenden erkennt, dass dort wohl einfach mal eine Lücke gesetzt worden ist. Ja, man kann Lücken setzen, aber man sollte es vielleicht nicht gerade bei zentralen Themen machen. Okay. Dann neue geldpolitische Instrumente, insbesondere im Nachgang der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, brauchen Sie mir jetzt, was
weil mittlerweile haben wir Corona, Zinsen sind wieder hoch und so etwas, nicht mehr komplett im Detail auswendig lernen, aber so ein grob Überblick, was bedeutet denn quantitativ Easing, was haben wir da uns alles ausgedacht, insbesondere sowas hier wie diese volle Zuteilung, dass ich mir jetzt mein Geld nicht mehr auktionieren muss, sondern einfach hingehe und sage, was ist der Preis über den Leitzins und dann hole ich mir mein Geld. Darüber hat auch unser Vortragender in dieser Veranstaltung von der Bundesbank recht viel gesprochen. Die Folien dazu stelle ich Ihnen auch noch ein und insbesondere auch die Erklärung oder eine mögliche Erklärung, dass wir der Leitzins gar nicht mehr der Leitzins ist, sprich die schwarze Linie, den Zinssatz der Hauptfinanzierungsgeschäfte, sehen wir gar nicht mehr, weil die zu steuernde Zinsgröße, nämlich der ESTR, der kurzfristige Interbankenzins, jetzt der Einlagenfazilität folgt, kann man auch dadurch motivieren, dass man sagt, wir haben jetzt die volle Zuteilung, ich kriege zu dem gegebenen Zinssatz immer direkt meine Kohle und dann richte ich mich eben an diesem Sicherheitspuffer unten vom Markt her nachher aus, ist zumindest ein Erklärungsmodell, warum jetzt, obwohl die Zinsen angestiegen sind, wir nicht wieder zurück sind, dass die rote Linie die schwarze überdeckt. Ja, dann noch ein bisschen zu diesem Quantitative Easing in der quantitativen Ausprägung, hatte ich Ihnen auch eingeordnet. Wir sind jetzt hier bei 3 Billionen Anleihen drin und das sind so 20, knapp 25% der gesamtwirtschaftlichen Leistung in der Eurozone. Ist also schon eine Hausnummer, wie wir da die Märkte verzerren. Oder dieses hatte ich, glaube ich, auch gesagt, eines meiner Lieblingsbilder, weil es die Mächtigkeit der Kapitalmärkte anzeigt. Also im Zuge der Euro-Einführung haben wir plötzlich in Anführungszeichen nur noch einen Zinssatz für alle Länder in der Eurozone, obwohl die natürlich weiter unterschiedlich sind. Sprich, das ist ein Hinweis darauf, dass die neue Bailout-Klausel im Maastricht-Vertrag den Markt, süffisant gesprochen, nicht interessiert hat. Gesagt, Risikoeinschätzung für alle Länder in der Eurozone ist gleich. Im Zweifel werdet ihr sie raushauen. Naja, und insbesondere mit Griechenland, aber auch Spanien, Italien und insbesondere Irland haben wir das letztlich auch getan. So, dann kommen wir zur Theorie. Da können wir jetzt noch zum Abschluss etwas zügiger drüber gehen. Das haben wir sehr im Detail in den Übungsaufgaben wiederholt. Da nochmal mein Hinweis, letztlich die verschiedenen Diagramme. Wenn Sie die erklären können, verstehen können, was bedeuten denn die Kurven, sind Sie schon sehr, sehr gut aufgestellt. Hier könnten wir dann in dem Sinne noch die Verschiebung YD bei einem fiskalpolitischen Impuls mit dazu nehmen. Wieso verschiebt die sich da oben? Was bedeutet das? Was hat das für eine Wirkung aufs gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht? Welche Bedeutung hat der vertikale Achsenabschnitt? Welche Bedeutung hat die Steigung? Wenn Sie das verinnerlicht haben, dann sind Sie beim keynesianischen Gütermarkt schon ziemlich gut aufgestellt. Dann haben wir den Geldmarkt LM mit eingeführt. Auch was eine keynesianische Investitionshypothese ist, sollte man doch durchaus verinnerlicht haben. IS- und LM-Kurven haben wir beide abgeleitet. Da sich nochmal klar machen, den Unterschied zwischen exogenen und endogenen Variablen. Das heißt, wir haben hier exogene Variablen erstmal angefangen. Ja, nenne ich die exogenen, endogenen Variablen gegeneinander angefangen zu ändern und haben daraus dann eben den Zusammenhang zwischen Zins und Einkommen einmal vom Geldmarkt und einmal vom Gütermarkt her abgeleitet. Und letztlich geht es um die Erläuterung dieses Diagramms. Ja, und da kann man sich durchaus merken, dass wir die ES-Kurve nach rechts oben verschieben. Na, fällt jetzt mein Stift schon wieder aus. Ups. Warum eigentlich?
oder sind es einfach nur alte Batterien? Und ich habe zu billige gekauft. Bisher hat das ja immer funktioniert, wenn ich schnell mal die Batterie getauscht habe. Das ist natürlich nicht so zielführend, wenn ich nach jeder zweiten Vorlesung die Batterie tauschen darf. Mal gucken. Tatsächlich. Mal gucken. Dass die sich nach außen verschiebt, beziehungsweise die LM-Kurve, wenn wir Geldpolitik machen, nach rechts unten verschiebt. Warum tun sie das? Man kann durchaus lernen, dass das so ist, aber bitte nicht einfach nur auswendig lernen. Das wäre dann wohl doch ein bisschen kurz gesprungen. Weil, wenn ich dann so eine vielleicht neue kleine Zwischenfrage stelle, ist man dann mitunter aufgeschmissen mit seinem auswendig gelernten Wissen. Ja, dann haben wir AS-AD-Modell. Insbesondere hier AS-Kurve, die haben wir in dem Sinne nur qualitativ abgeleitet aus diesen drei Erklärungsansätzen. Und dann die AD-Kurve, ähnlich abgeleitet wie IS- und LM-Kurve, indem wir jetzt eben die Preise flexibel machen. Und in diesem AS-AD-Modell haben wir dann auch Geld- und Fiskalpolitik gemacht. Beides hat die AD-Kurve nach oben geschoben. Dann haben wir gesagt, dann wandern wir in dem Sinne der AS-Kurve entlang. Und in der langen Frist verschiebt sich auch die AS-Kurve noch hier oben und wir kriegen letztlich nur den Preiseffekt oben drauf. Eine explizite Aufgabe mit vorgegebenen Funktionen habe ich Ihnen bei der AS-AD-Modell jetzt dieses Semester nicht gegeben. Brauchen Sie dann auch nicht, also in dem Sinne die qualitative Wirkung zum Verschieben der Kurven, dass Sie das nachher können. Und dann kommen wir in die Neoklassik, Gewinnmaximierung, Nutzenmaximierung. Das Bild zur Gewinnmaximierung hier beim Kapital habe ich Ihnen für die Ableitung der Kapitalnachfrage mit erläutert. Das sollten Sie aber auch aus der Mikroökonomie kennen oder auch aus Grundlagen der BWL. Da sollten nach Möglichkeit Ihnen auch über die Nutzen, über die Gewinnmaximierung geredet worden sein. Hier haben wir Omega mal L über die über die Budgetrestriktion, wenn das Omega größer ist als das. Das wäre der Reallohn. Und da hatten wir argumentiert, mit Substitutionseffekt größer Einkommenseffekt geht das Ausgehen von hier im Konsum nach oben, dem morgigen, und hier Substitutionseffekt kleiner Einkommenseffekt nach unten. Das heißt, was es damit auf sich hat und dass wir dann in der Makroökonomie vornehmlich hier drauf fokussieren aufgrund der Einkommensverteilung und dann eben zu einem Kapitalangebot kommen. Das Gleiche haben wir gemacht, das heißt, dieses Bild sollte man erklären können. Das Gleiche haben wir für den Arbeitsmarkt gemacht. Das ist, hoffentlich ist Ihnen das näher gebracht oder ist Ihnen das mittlerweile halbwegs klar, dass das eigentlich nur, oder nicht eigentlich, es ist nur eine Ersetzung von Buchstaben. Und dann haben wir noch das Gesetz von Weil-Rach gemacht. Was verstehen wir darunter? Wichtig, das Sayesche Theorem. Was ist das? Also die Angebotsbrille aufgesetzt. Wichtig. Und dann haben wir die neoklassische Synthese gemacht. Auch hier haben wir Geld- und Fiskalpolitik gemacht. Aber hier hat das dann eben Dichotomie beziehungsweise Delta M eben ups, nur
eine Wirkung auf die Preise und wir sehen, das und das und das, das ändert sich in dieser Sichtweise eben nicht. Ganz was anderes als im ISLM-Modell und auch im ASAD-Modell. Naja, und das haben wir dann eben hier auch nochmal mit zusammengebracht. Keynes damit eher kurzfristig, Neoklassik eher in der langen Frist. Und damit bin ich soweit durch und habe noch hier drei Bildchen mitgebracht. Und Sie haben vielleicht ein Fragezeichen, was er denn damit will. Ich probiere aber gerade noch was aus, ob ich jetzt tatsächlich mit dem anderen Batterie nicht schreiben kann. Denn immer alle 2 Tage meine Batterie wechseln möchte ich auch nicht. Oder mein Stift ist hin. Mal gucken. Okay. Ja. Die Fische hier sind alles Fische, also kein Wal dabei. Was sind das für Fische und woran unterscheiden die sich? Der rechts oben ist vielleicht der einfachste. Was ist das für ein Fisch? Ihnen ja böserweise nur die lateinischen Begriffe gegeben. Was ist das rechts oben für ein Fisch? Hat tatsächlich was mit der Ökonomie zu tun. Sieht der aus? Dann müssen Sie mal nach Australien oder Südafrika zum Surfen gehen. Da kann Ihnen der begegnen. Jawohl, das ist ein Hai. Wo lebt denn so ein Hai? Im Salzwasser, richtig. Das links oben, was ist das für ein Fisch? Das ist eine Forelle, richtig. Und wo lebt die? Die lebt im Süßwasser, richtig. So, und jetzt fragen Sie sich, was will er damit? Jetzt mache ich Ihnen hier, ich versuche mal, ich glaube, eine Europakarte habe ich Ihnen versucht auch mal anzuzeichnen. Jetzt versuche ich Ihnen mal hier die USA aufzuzeichnen. Und dann geht es hier noch nach San Diego runter. Und da oben haben wir noch Alaska. Und dann haben wir hier die sogenannten großen Seen. Lake Michigan, Lake Ontario. Oberer See, Unterer See, Eriesee. Lernen Sie noch das Gedicht John Maynard auswendig? Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh. Naja, Buffalo war tatsächlich mal kurzfristig die Hauptstadt der USA. Denn dort an den Niagarafällen um 1900 stand mal das größte Kraftwerk der Welt, weil diese Fallhöhe hat man benutzt, um ein damals größtes Wasserkraftwerk der Welt zu bauen. Und deswegen war das eine sehr prosperierende Gegend, mal ein bisschen Wirtschaftshistorie, weil dort es dort eben Energie gab. Mittlerweile ist Buffalo leider ziemlich runtergekommen. Aber Buffalo ist also eine Stadt. Da oben an den großen Seen, welches ist denn die größte Stadt an den großen Seen da oben?
Die liegt also ganz im Westen am Lake Michigan. Detroit ist groß, das liegt allerdings dann so in der Mitte. Liegt auch am Lake Michigan, aber auf der östlichen Seite. Chicago, richtig. Da liegt. Chicago, ja. Und in Chicago hat eine berühmte Universität und insbesondere sind an diese berühmte Universität Leute gegangen, denen es vor 80, 90 Jahren in Europa nicht mehr so richtig gefallen hat. Warum sind die da hingegangen? Naja, entweder wurden sie per se verfolgt oder sie hatten einen jüdischen Hintergrund. Weil wir Deutschen auf die schlaue Idee gekommen sind, viele unserer schlauen Leute einfach mal rauszuschmeißen, weil uns irgendwas an ihnen nicht gepasst hat. Ganz, ganz tolle Idee. Sind wir wieder bei Produktionspotenzial. Senkt massiv das Produktionspotenzial, seine schlauen Leute aus dem Land zu schmeißen. Kann man gegenarbeiten, indem man einfach ganz viel die Produktion umstellt und einfach andauernd irgendwelche Panzer und sonst irgendwas zu produzieren, kriegt man dann auf 3, 4 Jahre die Produktion, sind wir im Konjunkturzyklus oben, nach oben gefahren, wenn sie dann den Krieg verloren haben. Sind wir halt ganz unten passiert. Aber warum dort sind insbesondere Hayek und Schumpeter hin ausgewandert an die University of Chicago. Sind Ihnen die Begriffe oder die Leute Schumpeter und Hayek in Ihrem Studium schon mal untergekommen? Oder auch in der Schule oder im Allgemeinen? Für was stehen die beiden? Hayek, ja, doch, denke ich, sollte eigentlich in der Schule schon behandelt werden. Der ist tatsächlich dann wieder zurückgekommen in den 50ern und nach Freiburg gegangen. Einer der wenigen. Schumpeter, Schumpetersche Zerstörung, sagt Ihnen das was? Sowas wird nicht in BWL gemacht. Naja, Schumpeter'sche Zerstörung heißt, naja, hab doch einfach mal eine Idee, geh an den Markt, setz dich der Konkurrenz aus, schau, ob dein Produkt funktioniert, wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm, dann hab einfach eine neue Idee. Also kreative Zerstörung, immer wieder neue Ideen am Markt ausprobieren. Hayek, einer der Väter der Ausarbeitung im ökonomischen Sinne des Liberalismus. Die wiederum haben junge, schlaue Amerikaner um sich geschart. Wie zum Beispiel Friedman, den hatten wir vorhin. Oder auch Lucas, ein anderer Nobelpreisträger, den hatten wir nicht. Phillips-Kurve haben wir jetzt hier in der Veranstaltung nicht gemacht. Wenn da aber jetzt insbesondere Friedman mitsteht, für welche Denkrichtung wird dann diese Chicago School, nennt man das Ganze dann, stehen? Bei den Denkrichtungen, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Ja, jetzt klickt es langsam runter. Allgemeiner Überblick ist nicht mehr so interessant. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Für welche Denkrichtung stehen die? Friedman. In welchem Zusammenhang hatte ich den gerade genannt? Quantitätstheorie. Welche Sichtweise ist das damit auf die Wirtschaft? Niemand? Naja, das ist Neoklassik. Naja, und weil die eben in Chicago sitzen, auch heute noch, dann nennt man die Sweetwater. Economists. Naja, und wo sind noch berühmte Universitäten im ganzen Land, aber wo ballen sich berühmte Universitäten in den USA?
Wir haben ja auch bei uns ein MIT. Wo sitzt denn das MIT? Wenn Sie da mal durchzählen, wie viele Ökonomie-Nobelpreisträger von da kommen, sind das eine ganze Menge. Massachusetts, genau. Also insbesondere Boston. Da ist MIT, Harvard oder dann nehmen wir noch New York, Princeton, Yale. Das sind also eine ganze Menge dieser sogenannten Ivy League-Universitäten. Naja, und dort lehren dann insbesondere, bisschen jünger, aber naja, mittlerweile sind sie auch, glaube ich, 70 oder sowas, insbesondere Paul Krugman, Joseph Stiglitz. Ja, und die sind relativ kontrovers zu denen. Das sind nämlich Keynesianer. Die fetzen sich ziemlich und im Zuge dessen, weil die eben alle an der Ostküste, also am Atlantik gesessen haben, da hat man dann daraus gemacht, das ist der Streit zwischen den Süßwasserökonomen und den Salzwasserökonomen, Saltwater Economists. Ja, und was ich Ihnen ja hier näher bringen wollte, ist eben so ein bisschen der Blick auf die unterschiedlichen Schulen. Jetzt bin ich fast alleine. Dann höre ich aber auf, wenn ich alleine bin. Der letzte Fisch da unten, was ist das? Das ist eine Flunder, genau. Ne? Und wo lebt denn diese Flunder? Genau, die lebt hier vor Ort. Ne? Die lebt in diesem ganzen Schlick und Matsch und sonst irgendwas. Deswegen ist die auch so flach. Wenn dann hier sich das Wasser zurückzieht, dann kann die sich da im Schlick eingraben, eventuell und stirbt nicht, sondern wartet einfach die 6 Stunden, bis das Wasser zurückkommt. Also da, wo die großen Flüsse ins Meer reinfließen, wo wir so ein Delta haben oder so etwas, dort in dem ganzen Modder. Naja, und das nennt man dann eben Brackwasser. So, und jetzt bin ich mal ziemlich vermessen. Und wenn ich mich da jetzt in solch eine Schule einordnen wollte, Sie können ja mal überlegen, wir haben durchaus Kolleginnen und Kollegen, die Sie in der einen oder anderen hier an der Hochschule sichtweise einordnen können, was Sweet- oder Saltwater Economists angeht. Und ich selbst würde mich dann eher als Brackwasser Ökonom bezeichnen, weil ich mir in dem Sinne sage, sowohl die Angebots- als auch die Nachfrage-Sichtweise hat ihre Berechtigung und hat insbesondere im Zeitverlauf ihre Berechtigung, dass ich da auch durchaus schwanken darf. Und solch eine Festlegung, wie wir es mitunter dann, Olaf Henke war gestern, glaube bei Maischberger oder so etwas, der dann ja irgendwann aus der AfD ausgetreten ist, als sie ganz nach rechts rübergeschwenkt sind. Also ein starker Vertreter, sage ich mal, von Liberalismus aus, als ehemaliger Chef des BDI. Und ja, er ist jetzt, glaube ich, Mitte 70 oder sogar schon Anfang 80. Da kann man auch dann zugestehen, dass die Leute da ihre Meinung nicht mehr ändern müssen. Hätte er aber auch sonst nie getan, sondern mitunter sind meiner Ansicht nach, und das sind jetzt normative Aussagen, die Leute sehr verhaftet in dem, was sie in Anführungszeichen in der Jugend oder so etwas als richtig erkannt haben für sich persönlich und bleiben dann dabei und sagen, ja, das ist immer Mist, da irgendwie eine Abwrackprämie oder sowas aufzulegen, hatte ich Ihnen bei der Abwrackprämie ja gesagt, weil es gibt nur eine Verschiebung in den Ausgaben und überhaupt keinen tatsächlichen Effekt. Abwrackprämie haben wir dann aber gesehen, es gibt einen tatsächlichen Effekt. Umgekehrt müssen wir sagen, wir sind jetzt über Corona, globale Finanzkrise und Eurokrise, hatten wir gerade gesehen, mit 20, 25% Staatsanleihen seit der EZB. Dann haben wir die Ausweitung der Staatsquote in Deutschland auf über 50% innerhalb dieser letzten 10, 15 Jahren. Da ist so mein Eindruck, ja, diese
Eingriffe in den Markt, diese Programme, die haben in den Krisen so gut funktioniert, das machen wir jetzt einfach immer. Und da werde ich dann als Brackwasserökonom in dem Sinne, Abwrackprämie fand ich gut, hier dann wieder sage ich, naja, wir müssen auch das Salzwasser, das Süßwasser dabei betrachten, die lange Frist, die Wirkungsweisen in der Neoklassik. Und wenn ihr immer versucht, die Märkte außer Kraft zu setzen, dann lachen euch irgendwann die Märkte aus und die Preise ändern sich trotzdem. Auch wenn ihr es vorher beschlossen habt, dass sie sich doch nicht ändern sollen. Okay, das mal so als mit einem Augenzwinkern Abschluss des Ganzen. Und dann, ja, 5 Minuten in dem Sinne haben wir noch. Sie haben eine ganze Menge Materialien zur Vorbereitung. Nehmen Sie das bei dem schönen Wetter, vernachlässigen Sie es auch nicht mal ein bisschen zwischendurch auszuspannen.